Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part, einer weiteren Folge vom Morningside Zoo in Neuseeland hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr habt Silvester gut überstanden. Frohes neues Jahr kann man ja übrigens auch noch am zweiten sagen. Deswegen sage ich das jetzt einfach mal. Gestern habe ich gedacht, okay, machst du jetzt noch eine Folge? Nö, gestern habe ich mich sehr entspannt und das muss man ja auch zwischendurch mal machen. Es hat sich nicht so mega viel verändert, jetzt fängt es gleich an zu regnen, deswegen pausiere ich mal einfach. Ich habe gedacht, wir bauen heute dieses Gehege hier und das mache ich ein bisschen anders, als ich das sonst gemacht habe. Ich habe sonst ja immer im Realtime-Part, ich habe übrigens den Schildkröten Verhütungsmittel gegeben, weil das kann so nicht beibleiben. 14 Schildkröten hier drin. Auf jeden Fall, ich habe ja sonst immer hier im Realtime-Part quasi das Gehege gebaut. Und das möchte ich jetzt ein bisschen ändern. Ich möchte das à la dem hier machen, wo wir ein bisschen Management machen zu Anfang. Dann baue ich ein bisschen und dann sehen wir uns später nochmal wieder. Ich glaube, so ist das gedacht. Ich habe mir noch nicht ganz entschieden, ob ich ein Speedbuild mache oder ob ich da einfach einen Cut mache. Ich denke, ich tendiere aktuell zu einem Cut und dann in einer späteren Folge ein Speedbuild, weil heute würde ich ganz gerne die Folge nochmal rausbringen für euch. Denn ich plane eigentlich auch heute Nachmittag oder heute... Ja, man kann sagen Nachmittag, den Livestream anzuschmeißen auf Twitch. Deswegen, wenn ihr mir da noch nicht folgt, ich weiß, viele von euch sind mittlerweile darüber gekommen. Und viele von euch denken auch, oh Guru, erzählst du das immer noch. Aber es ist wichtig, dass alle Leute verstehen, dass ich da auf Twitch ab und zu auch mal streamen tue. Planet Zoo aktuell, ein Planet Zoo Projekt der Alpen Zoo. Den werde ich eventuell mal irgendwann mit einem Video promoten sozusagen. Da kann man reinmachen, da kann man auch die Tiere benennen tatsächlich für Kanalpunkte und so. Ich bin gerade dabei, mein Twitch so ein bisschen, umzustrukturieren, das Ganze ein bisschen besser zu machen. Ja, das ist so die Idee, die ich hatte. Hier auf dieser großen freien Fläche, ich habe mal ein Gehege abgesteckt, um zu gucken, wie groß das sein kann. Das ist ungefähr 1000 Quadratmeter groß, ohne Felsen natürlich. 1000 Quadratmeter groß und diese 1000 Quadratmeter, die möchte ich gerne mit Helmkasuaren füllen. Dafür fehlt mir aktuell ein Weibchen. Okay, krass, die sind beide sehr, sehr gut. Aber welches ist besser? Das ist die große Frage. Durchgehend alles oder das hier? Ah, okay. Ich habe nämlich schon ein Männchen. Im Prinzip ist es egal, ne? Ist der besser? Der hat 200. Komm, nehmen wir den mit. Ich habe nämlich schon ein Männchen. Was nicht so gute Stats hat, warte mal, gibt es bessere Männchen? Das wäre natürlich... Jetzt gibt es tatsächlich bessere. Die kommen natürlich alle aus demselben Zoo, das ist ein bisschen... Hier ist das der Lasse Zabel. Komm, nehmen wir den mit. Ich glaube, den ich gekauft habe... Oh, warte, damit der Regen weg ist. Den ich gekauft habe hier, der ist nicht so gut. Ich weiß auch nicht, ob den jemand kauft. Ich habe den für... Für ein bisschen mehr gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Ich habe den für 150 gekauft. Jetzt verkaufe ich den für 50. Ich meine, den habe ich für 160 gekriegt. Das ist... Manchmal muss man auch einfach nur abwarten, ne? Naja, ein bisschen ärgerlich. Nichtsdestotrotz, wir haben ein bisschen was zu tun. Ich möchte hier auch nochmal die Pfeilgiftfrösche aussortieren. Ihr seht hier 8 Milliarden Tiere, die wir mittlerweile haben. Die habe ich alle schon ins Handelszentrum gemacht. Da zeige ich euch gleich mal, wie viel Geld wir bekommen. Auch den einen Skorpion. Und jetzt gehen wir erstmal hier mit den Fröschen und hauen die woanders rein, ins Handelszentrum nämlich. Ich würde ganz gerne die besten behalten. Den hier. Ein Männchen. Ein Weibchen, was ungefähr dasselbe Alter hat und dann zwei ganz junge noch. Die sind aber alle nicht so mega gut, wie ich sehe. Dann die beiden. Der Rest ins Handelszentrum, bitte. So, im Handelszentrum, bei denen hier, da habe ich so viele Tiere, die ich jetzt für 10.700 verkaufen kann. Übrigens möchte ich nochmal anmerken, dass diese Skorpione so nice sind, weil die fast, was gibt denn da, 400 irgendwas? Also auf jeden Fall gar nicht so wenig für einen Skorpion, der keine besonderen Stats hat. Jetzt gönnen wir uns nochmal 10.000, jetzt haben wir 315.000. Es ist jetzt plötzlich wieder Sandbox und nicht Hard Mode, Leute. Plötzlich ist es Sandbox. Dem geht's besser.
Denen wird es auch irgendwann besser gehen. Wie sieht es hier aus bei den Schildkröten? Ja, die brauchen natürlich ein bisschen Spielzeug, ne? Futterspielzeug vor allem. Aldabra. Und normales Spielzeug brauchen die auch, wie ich sehen kann. Das haben die jetzt, dann brauchen die noch mehr Futterspielzeug. Du kannst natürlich beibleiben mit Futterspielzeug bei denen, ne? Weil dadurch, dass das so viele sind, brauchen die immer Neues, immer mehr, immer mehr. Und jetzt haben die natürlich schon so viele von diesen Dingern hier. Und das reicht immer noch nicht. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Ihr seht, ich kriege die gar nicht 100% zufrieden. Warte mal, wo war das hier? Weil irgendwann gibt nur noch 8 dieser Hundeball. Gefrorene Klumpen, der gibt ein bisschen mehr. Aber die haben jetzt so viel Futterspielzeug hier drin im Gehege, das ist ein bisschen sehr übertrieben. Aber jetzt ist es dicht an 100%. Ja. Ein bisschen sehr viel Spielzeug bei den Schildkröten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen blöd. Der Slushy hier hat wieder keinen Strom. Das hat er zwischendurch nicht, wenn das Ding hier kaputt ist. Ich habe auch versucht, die Arbeitsbereiche besser zu machen. Ich habe übrigens keine neuen Namen dann gemacht. Ah, das tut mir nochmal leid. Ihr habt wieder in die Kommentare geschrieben. Deswegen, wie gesagt, tut mir das ein bisschen leid, dass ich das noch nicht gemacht habe. Das regel ich nochmal bei Gelegenheit. Bis zur nächsten Folge wahrscheinlich. Nee, dann kommt hier das Kasuar-Gehege hin. Ein bisschen mehr Standard-Zoo-Gehege. Oder Standard-Gehege hier. Aber ich freue mich, dass das Keimer-Gehege so gut ankam bei euch. Es gab nochmal den Vorschlag, ob man nicht irgendwo reingucken könnte ins Keimann-Gehege, wo man nicht Unterwasser-Viewing haben muss. Das ist ein sehr guter Vorschlag tatsächlich, dem ich hoffentlich entsprechen kann, wenn ich das so mache. Die hatten ja eh zu viele Büsche hier, ne? Zu viele Pflanzen. So, vielleicht kann man jetzt hier ein bisschen besser gucken. Noch nicht hundertprozentig. Das war gar nicht so schlimm. Die hier vorne. Der hier ist ein Problem. Jetzt kann man da auf jeden Fall reingucken. Also vielleicht... Ach, guck mal, die machen es direkt. Jetzt fängt es auch gleich wieder an zu regnen. Ich könnte durchdrehen. Haben wir keine Spendenboxen hier drin? Doch, hier. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass es wieder anfängt zu regnen. Soll ich hier auch nochmal so einen Bildschirm hinstellen oder was? Oder wie ist da die Stimmung? Dass man hier nochmal was über den Keimmann lernen kann. Strom sollte das Ding auf jeden Fall haben. Genau. Weil da sind die Keimmane drin und man kann die dann hier noch sehr gut sehen. Ah, sehr gut. Man kann die auf jeden Fall sehen. Ist ein bisschen besser, als nur eine Unterwasser-Viewing-Area zu haben. Jetzt kann man hier gucken, man kann auch hier durchgucken. Weiß nicht, wie viele das machen einige. Die sehen halt nichts. Aber ja, dann lass uns jetzt mal den Regen nochmal schnell abwarten. Und in der Zwischenzeit baue ich dann hier dieses Kasuar-Gehege hin. Und ich mache dann halt einen Cut und dann ist das gleich da. Also das it's magic für euch. Wir sehen das gleich wieder. Und da bin ich auch wieder zurück. Es ist nicht derselbe Blickwinkel, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es ist das Kasuar-Gehege, das Helm-Kasuar-Gehege. Oh, warte mal. Ich habe ganz vergessen, das in den Arbeitsbereich Tropenhaus mit einzubauen. So, jetzt ist das auch noch mit im Tropenhaus. Weiß nicht, habe ich da genug? Ja, habe ich. Sehr gut. Ja, das Kasuar-Gehege, die beiden sind auch schon eingezogen. Ich habe überlegt, ob ich hier noch irgendwas machen soll. So ein Art Unterstand für die Besucher à la dem hier. Konnte mich allerdings nicht so richtig entscheiden, ob ich das machen soll oder nicht. Also es sieht ja nicht schlecht aus, das hier hinzumachen. Vielleicht muss ich dann die Dinge ein bisschen anders machen, warte mal. Also den Zaun. Ich habe jetzt erst nur überlegt und jetzt mache ich es dann doch noch. Ich glaube, dass das ein ganz gutes Resultat ergibt, oder?
wenn das so ist. Oder vielleicht kann ich die alle drei verschieben. Tatsächlich. Es wäre ja schon mal nicht schlecht, wenn die... Wenn da noch ein Vierter dranhängen würde. Glaube ich. Ich glaube, das gibt tatsächlich die allerbesten Resultate. Ist das gut so? Denke ja. Wir haben neue Sachen für den Giftfrosch. Der Witz ist halt nur noch, jetzt muss ich das hier natürlich ein Stück vorziehen. Leute, jetzt seid ihr doch noch Donner live dabei beim Bauen. Dann zeige ich euch das Gehege gleich richtig. Dann habe ich die Spendenbuchse da so ein bisschen versteckt. Und hier muss das halt auch noch so irgendwie ein bisschen besser platziert werden, so. Und dann machen wir die Spendenbüchse auch noch hier irgendwie hin. So. Genau, warte mal. Dann regeln wir das einmal mit dem Zaun. Jetzt, wo wir eh schon dabei sind. Der muss ja dann da hinkommen. Der könnte ruhig dorthin kommen. Der kommt hier hin. Und hier möchte ich dann gerne noch einen mehr machen. Aus Holz bitte. Und ich glaube, hier ist dann... Das ist gut so, ne? Also ist noch ein Stück besser. Genau, dann ist auf jeden Fall jetzt hier genug Platz für die, fürs Gucken der Kasuare. Das ist doch schon mal ganz gut. Und genug Informationen für die Besucher und sowas. Und die haben auch noch einen Weg hier lang zu gehen. Was ihr auch noch gesagt habt in den Kommentaren, oder einer hat das gesagt, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber es ist natürlich richtig, dass das hier nicht Tropenhaus heißen soll, weil ist ja in Neuseeland, deswegen sollte ich das vielleicht nochmal umbenennen. Okay, das hier ist heftig mit den Besuchern, egal. Das heißt, dass ich die Schilder, die ich hier gemacht habe, ich glaube, ich habe nur die Wegschilder hier gemacht und das Tropenhaus benannt und hier das Kaiman-Ding, dass ich das Kaiman. Habe ich das falsch geschrieben? Ich weiß es gerade gar nicht. Ist auch egal. Das möchte ich auf jeden Fall alles übersetzen, sodass das natürlich Englisch ist. Und ein bisschen besser passt. Aber ich bin mit dem Kasuagi-Gehege sehr zufrieden. Es ist ein bisschen dschungelig geworden. Ich habe zum Glück kann man sagen, hauptsächlich die Pflanzen genommen, die wir hier schon im Gebiet haben. Auch mit den Regenbogenbäumen und so. Die mega cool sind. Regenbogen-Eukalyptus heißen die. Absolut meine Lieblingsbäume aktuell hier in unserem Zoo. Aber die Ecke jetzt... muss ich sagen, gefällt mir mega gut. Ich hoffe, die gefällt euch auch so gut wie mir. Aber ich bin überzeugt davon, wie die aussieht. Wirklich sehr, sehr nice. Finde ich. Finde ich wirklich sehr, sehr nice. Und auch das mit dem Casuar-Ding jetzt macht die Ecke deutlich besser für die... Also dieses Tropenhaus hier. Sieht deutlich besser aus. Die Casuare haben so ein bisschen Spielzeug hier. Ein bisschen Futterspielzeug hier vorne, dass die Leute hier gucken können. Und natürlich ein bisschen Spielzeug hier. Und das reicht ihnen tatsächlich, nur diese beiden Sachen als Spielzeug zu haben. Und dann einfach nur noch hier eine Futterstelle, weil Wasser können die ja hoffentlich hier aus dem Fluss holen. Wo ich so ein bisschen heftigen Wasserfall gemacht habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber so ein bisschen Geplätscher sieht halt immer ein bisschen besser aus, ne? Das ist natürlich immer ganz gut. Und ich habe dann hier natürlich die normalen... Oder diese Glaszäune genommen und nicht Glasfenster im Holzzaun. Ich weiß nicht, das gefiel mir jetzt in dem Fall ein bisschen besser tatsächlich. Ja, gibt es noch Leute, die mir hier Hallo sagen sollen? Hier? Nee. Dir müssen wir Hallo sagen. Genau. Und was ist noch passiert? Jetzt können wir auch noch ein bisschen managen, wenn wir hier nebenbei sind. Rotavari erwartet Nachwuchs, das ist okay. Rotavari hatte Nachwuchs. Rotes Riesenkänguru sind Kämpfe. Ach ja, ich habe mir ein neues Männchen geholt übrigens, weil ich das Achievement brauchte mit den 90, 90, 90 überall. Da habe ich mir das hier geholt. Und das andere habe ich dann verkauft. Ich weiß nicht. Jali muss dann auch erstmal raus. Jetzt kämpft er gegen die Luft hier. Und gewinnt hoffentlich. Sehr gut. Und kippt direkt um. Aber mal gucken, dass ja nichts passiert ist. Wir schicken mal einen Tierarzt hier rein. Wenn wir eh schon dabei sind. Und was gab es noch? Der Giftfrosch hatte ein bisschen Nachwuchs. Beziehungsweise, ich glaube, das war vorher schon, ne? Ja, genau, jetzt ist nämlich nichts. Dafür können wir hier ein paar Pflanzen reinmachen. Wenn wir schon dabei sind. Ah, sehr gut. Und dann wird der Rest ja erforscht. Cool, cool, cool. Also ich bin sehr zufrieden mit dem... Überschneidet sich?
Überschneidet sich mit dem Bereich eines Lautsprechers mit anderen Informationen. Das Einzige, was sich überschneidet, ist hier drin. Angeblich ist das hier. Macht aber irgendwie keinen Sinn. Aber dann machen wir den Koala halt ein bisschen kleiner. Ein kleiner, dann dürfte das jetzt gar kein Problem mehr sein. Aber ich will halt, dass die Leute halt viel Bildung kriegen. Das war köstlich, sehr gut. Warum ist er nicht so zufrieden? Ich wusste, ich hätte den Schirm mitnehmen sollen. Ja, wir brauchen das, was hier jetzt noch hinkommt, bevor hier noch ein Gehege irgendwie hinkommt oder so, baue ich hier natürlich nochmal eine Hütte hin mit Essen, mit Trinken und einen Informationsstand, denn die Leute wollen Regenschirme haben, weil ich habe auch keine Ahnung. Also entweder das kommt hier hin oder das kommt hier hin. Ich tendiere aber zu hier und hier sind einfach nochmal Pflanzen. Aber ja, ich finde das Kasua-Gehege macht sich sehr, sehr gut hier in der Ecke. Ich finde, das passt sich sehr, sehr gut ein. Und das ist genau das, was ich erreichen wollte. Und gerade Kasuare, die benutzt man viel zu selten. Die gibt es auch viel zu wenig auf dem Tiermarkt tatsächlich. Oder als ich geguckt habe, gab es die zu wenig. Kann auch nur Zufall gewesen sein. Aber ja, ich würde mich mal freuen, wenn ihr in die Kommentare schreiben würdet, was ihr von dem Kasuare-Gehege haltet. Auch was ihr davon haltet, dass ich hier das Kasuar-Gehege gebaut habe, ohne euch, sozusagen, und ohne ein Speedbuild, dass wir einfach nur, dass ich euch erkläre, was ich vorhabe, und dann zeige ich euch später auch nochmal, was ich gemacht habe. Ist ein bisschen anders, ist nicht so das, was ich immer machen möchte, aber ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, das zwischendurch auch so zu haben. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Kasuar-Gehege. Ihr schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, und wir sehen uns dann hoffentlich spätestens in der nächsten Folge. Eventuell kommt die nächste Folge ja sogar morgen. Heute kommt ja auch noch Stardew Valley später. Und schaut einfach mal bei Twitch vorbei. Könnte ja sein, dass es heute nochmal einen Livestream gibt. So in demnächst, wenn diese Folge rauskommt. Könnte ja sein. Schaut einfach gerne mal vorbei. Wir sehen uns. Bis dahin. Haut das mal rein. Ciao, Leute.